Ihr Lieben, in diesem Video will ich euch mal ganz kurz dieses Tool smartuni-bayreuth.de vorstellen. Ich habe das jetzt über Westermann gefunden und fand das ziemlich cool. Und zwar ist das ein Tool, um Aufgaben zusammenzustellen, die ich mir selber aussuchen kann und die dann als PDF zum Beispiel ausgeben zu lassen. Und wenn ihr das eingegeben habt, die E-Mail habe ich euch mitgegeben, also hier diesen Link, könnt ihr jetzt raussuchen, ob ihr zum Beispiel Realschule oder Gymnasium wollt. Ich mache das jetzt mal beispielsweise für Gymnasium und ihr seht hier, dass ich schon bei Mathematik die Jahrgangsstufe aussuchen kann, beziehungsweise bei Physik nach Themen, beziehungsweise auch da die Jahrgangsstufe aussuchen kann. Ich glaube, das nach Themen ist manchmal ganz witzig oder nützlich, weil ich weiß nicht, ob sich das jetzt innerhalb der Bundesländer unterscheidet, ob es da Verschiebungen gibt, auch wenn sich das größtenteils decken sollte. Genau, ich gehe jetzt aber Mathematik klassisch 7, weil ich das gerade brauche. Und kann hier jetzt aus einer Reihe von Termen aus, also von Themen zur Klasse 7 aussuchen. Und ich brauche gerade was zu Termen und Variablen. Also Aufstellen und Interpretieren von Termen, das ist mein Thema. Ihr seht, das geht hier relativ zügig. Und jetzt habe ich hier verschiedene Aufgaben, die ich mir aussuchen kann. Zum Beispiel das Kaufhaus Konsum wirbt um Schuljahresbeginn und so weiter. Max nimmt das Angebot wahr und kauft 3 Druckerpatronen. Das hier ist eine typische Aufgabe und hier unten ist auch schon gleich die Lösung abgedruckt. Keine Sorge, ich werde euch gleich sagen, wie sich das mit den Lösungen verhält. Ich habe jetzt schon eine Auswahl getroffen, könnt ihr es selber machen. Und zwar könnt ihr hier Aufgabe in den Warenkorb legen oder die wieder entfernen aus dem Warenkorb. Nicht erschrecken, das ist trotzdem kostenlos. Das haben sie bloß Warenkorb genannt, damit es ein bisschen klarer wird. Also ich habe mir jetzt hier eine Reihe von Aufgaben überlegt, die ich hier einstellen möchte. Die ich nicht will, die kann ich rauslassen und gehe dann auf Warenkorb. Und jetzt kann ich mir noch sogar die Reihenfolge überlegen, wie ich das haben möchte. Ich könnte zum Beispiel sagen, hier, das soll weiter nach unten gehen. Ich kann auch hier den Haken wieder entfernen, dass das wieder verschwindet. Also ich kann sozusagen hier so ein eigenes Aufgabenblatt zusammenstellen. Und wenn das dann so passt, mal gucken, wo ich jetzt hier war. Hier unten, genau, ganz unten. Das sind Einstellungen für das Arbeitsblatt. Das müsst ihr nicht machen. Ich mache das jetzt mal beispielhaft, damit ihr seht, wie das aussieht. Also Evangelisches Schulzentrum, das soll für meine Klasse 7 sein. Und der Titel, ich habe das vorhin schon mal eingegeben, deshalb wird mir das hier vorgeschlagen, soll Aufstellen von Termen sein. Normalerweise könnt ihr da alles reinschreiben, was ihr wollt. Unterschrift, naja, viel Erfolg, viel Glück, was auch immer. Also ich nehme jetzt mal hier viel Erfolg. Genau. Und was ich ganz praktisch finde, man kann jetzt hier einmal den Aufgabentext anzeigen und man kann die Lösungen anzeigen. Also man kann auch nur die Lösungen anzeigen lassen, sodass wirklich die Schüler erstmal arbeiten können und ihr für euch die Lösungen mit ausdrucken könnt. Lasst das Ausgabeformat auf PDF. Ich glaube nicht, dass einer von euch mit LaTeX arbeitet, aber wenn ihr dann hier auf Arbeitsblatt erzeugen geht, wird das Ganze runtergeladen. Ich speichere das und öffne das. Genau, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier oben die Schule, die Klasse, die wird hier eingetragen. Dann kommen die ganzen Aufgaben. Hier steht sogar noch die Quelle, woher das ist. Und was hier jetzt ein bisschen unglücklich ist, ist, dass drittens Wortform von Term leider ein bisschen weiter nach oben gesetzt worden ist. Wenn ihr damit leben könnt, ist es okay. Ich werde mir wahrscheinlich noch jetzt eine LaTeX-Datei runterladen und mir das zurechtbasteln, aber ich glaube, das reicht erstmal. Genau, und ich hoffe, das hilft euch und ihr könnt es verwenden und ich fand es halt ziemlich cool. Dann bis später.